Mit über 130 km/h im Schnitt fliegen sie über die Schotterpiste. Vollgas auf 60% der 317 Wertungskilometer. Der siebte Lauf rund um die Seenlandschaft im polnischen Mikołajki ist einer der schnellsten im WRC-Kalender. Wir kommen nach Polen, um zu gewinnen. Der Nachteil, hier als Erster auf die Strecke gehen zu müssen, ist hier auch nicht so groß wie bei den letzten drei Rallyes. Bessere Siegeschancen also für den WM-führenden Sebastien Ogier und Teamkollege Andreas Mikkelsen, der hier mit 136,88 km/h im Schnitt den Geschwindigkeitsrekord bei einer Wertungsprüfung hält. Viel Mut zum Risiko ist bei einer der ältesten Rallyes der Welt gefragt, aber nicht zu viel, wie bei Jari Martti Latvala im letzten Jahr. Der Finne hat auf Sardinien aber wieder neues Selbstvertrauen getankt und musste sich nur knapp Hyundai-Pilot Thierry Neuville geschlagen geben. Mit dem guten Ergebnis auf Sardinien haben wir wieder mehr Selbstvertrauen für Polen. Ich hoffe, wir können dort wieder eine kleine Schippe drauflegen und um den Sieg kämpfen. Vorjahressieger Ogier hat nach der letzten Rallye auf Sardinien einen anderen großen Moment gefeiert. In München erblickte sein erster Sohn Tim das Licht der Welt. Es war ein überwältigendes Gefühl, das ich so noch nie erlebt habe. Es ist viel stärker als jeder Sieg, den ich bei einer Rallye einfahren könnte. Es ist einfach unbeschreiblich. Ich bin so stolz auf meine Frau, die alles sehr gut durchgestanden hat. Und natürlich liebe ich meinen Sohn über alles.